auf. Ich weiß nicht, was das alles hier ist. Es geht aber runter. Ach du kleine Meine. Hier ist ja... Und herzlich willkommen. Hier ist ja alles noch. Also alles. Und der Einstieg, der war... gefährlich. Das ist Wasser. Es ist doch gespiegelt. Aber der Keller steht voll Wasser. Jetzt checke ich diese Spiegelungen auch, die mich verwirrt haben. Ey, es ist ja insane. Liegt ja alles noch rum. Ey, hier steht Marmelade rum. Hier ist alles. Von einem auf den anderen Tag verlassen. Steht selbst das Essen noch auf dem Tisch. Ja, glücklicherweise sind die Töpfe leer, aber trotzdem. Ja, naja. Die Marmeladengläser haben es nicht geschafft, leer zu sein. Ey. Und hier geht's runter in den Keller, der wird aber voll Wasser gelaufen sein. Nein, tatsächlich ja. Es ist alles eingerichtet. Ey, wir sind im ersten Raum und ich bin geflasht von allem. Hier liegen Medikamente, hier sind die Klamotten. An einen nach dem anderen Tag. Und hier haben wir auch den Namen. Schön. Ey, guck mal, hier stehen noch die ganzen Zutaten. Das sind hier Streichhölzer. Ich fasse das lieber nicht an. Aber what the fuck? Ey, hier steht... Ich will es nicht anfassen. Zitronengetränk. Ja, ey, hier stehen auch noch die ganzen Medikamente. Hier ist alles. Hier sind selbst die Taschen... Ist das eine Taschenlampe? Ich wollte es nicht anfassen. Das ist eine Taschenlampe. Ah, das Papier sieht nicht so alt aus. Ey, ist halt alles. Alter. Lol, wie viele Spinnenweben. Die ganze Decke ist voller Spinnenweben. Das ist ein Mantel, der sich hier gebildet hat. Ja, komme. Hier lauf geduckt, hier liegt... Ich setz mir meine Kapuze auf. Noch nicht den Spoiler vorweg. Oh, man sieht mich gar nicht. Ey, pass auf. Mach deinen Kopf runter. Hier hängt eine ganz dicke Schicht Spinnenweben runter. Ey, Dosen... Ganz viele Zeitschriften. Tag der offenen Tür. In welchem Jahr? 4. September. Hier ist nichts mit einem Jahr. Könnt ihr mir mal sagen, von wann diese Zeitschriften sind? Alter. Dieser Raum ist halt alleine nur wegen dieser Decke schon sowas von spooky. Haus des Spinnenmanns, nein. Ich bin am Nachhinein hierher gefunden. Hier steht das Radio. Hier steht alles. Alter. Hey, der ganze Kleiderschrank. Er ist noch voll. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Der Fliegenfänger.
Ich bin auch gleich so weit und setze hier meine Maske auf. So ekelhaft ist das. Ich mag diese Decke nicht. Hier ist, das ist Altpapier. Ah, hier. 1994. Wie lange steht das leer? Hier liegt selbst noch eine Brille rum. Oh, ein Kalender. Aus dem Jahr. Ja, keine Ahnung. Das ist halt ein Foto. Wow. Ey, hier ist der Medikamentenschrank. Bücher. Ein Buch aus dem Jahr 1970. Ey, krass. Ich würde sagen, wir schauen einfach von der anderen Seite nochmal rein. Mir macht die Decke hier ein bisschen Angst. Ihr müsst wissen, ich laufe sehr geduckt. Man sieht gar nichts. Sieht man es jetzt? Ich laufe so. Dieser Raum ist ekelhaft. Und jetzt schaue ich hier runter in diesen Keller. Und hier stehen halt schon Marmeladenkleber. Hier ist halt auch noch alles, ne? Ach du Scheiße, hier ist ein ganzer Laden voller Kompottzeug. Hier sind alle, alter Krawalter, alles Einmachgläser. Gut, gebrauchen kann es nicht mehr. Erdbeermarmelade. Alter, ich bin gerade sowas von baff. Ey, selbstgemachte, das Etikett abgelaufen. Das ist nicht das Ablaufdatum. Abgelaufen. Was ist denn jetzt hier das Ablaufdatum? Ey. Ist oben drauf. Nee, Mann. Was ist denn das Ablaufdatum? Da. Oh. Und das ist das Schimmelparadies schlechthin. Hier sind selbst noch die Eier. Ja, stoß dich nicht. Grünkohl. 10 Stück saftige Würstchen. Da ist aber was anderes drin gelagert. Diese Firmen gibt es schon alle nicht mehr. Und boah. Hier hängen auch wieder tausende Spinnenweben. Noch mehr Einmachgläser. Ey, ich werd ja nicht mehr. Schaut euch dieses Fenster an. Hier sind noch die alten Skier gelagert. Ey, diese Schränke sind halt unberührt. Ne? Alles unberührt. Schaut euch diesen Schrank an. Die alten Skier. Ich werd halt nicht mehr. Digga. Halt einfach krass, was ist hier noch in dem anderen Nebenraum? Halt noch mehr. Noch mehr. Ey, schaut euch dieses coole Fenster an. Hey! Meine Videodatei ist kaputt von der oberen Etage. Ja. Deswegen, ich würde sagen, lasst einfach ein paar Daumen nach oben da. Wenn wir 50 Daumen nach oben knacken, dann fahre ich da nochmal hin und filme auch die obere Etage und mache so ein Update-Video, weil das gefilmte Material bereits ein halbes Jahr alt ist. Und sich da möglicherweise einiges getan hat. Ja. Schuppen müssen wir noch rein. Wenn wir diese kleine Holzkammer da gesehen haben, dieses Haus, müssen wir jetzt auch noch dahinter rein. Auf, warte.
Tür sieht halt sehr voll aus. Als ob man da auch gar nicht reinkommen könnte. Ohne dass der ganze Rümpel entgegenkommt. Guten Gimmel zu haben. Das ist ein kleiner Schuppen. Nichts Spektakuläres drin. Verhangen. Ganz viel Holz. Kommen wir aber nicht rein. Ist das ein Rücklicht? Ja, ne? Von was ist das ein Rücklicht? Ich würde betiteln, hier liegt ein Traktor komplett kaputt rum. Das zweite grüne Teil hier. Eine alte Deko, ein alter Schuh. Pass auf, dass du mir nicht einbrichst. Das war ein Thema. Mensch, wir sind trotzdem auf dem Dach. Und wenn uns da Leute sehen, wird ganz gruselig. Ja, wir sollten auch wieder. Wir sind also wieder runter. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe so einen coolen Nachtschwert. Jetzt habe ich noch nie gesehen. Aber wenn ihr mehr sowas sehen wollt, folgt diesem Kanal, schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendeinen Ort kennt. Und das Knacken, das ist jetzt halt so. Wir müssen nämlich hier wieder runter. Also, bis dann. Man sieht sich. Ciao.